Nur 4 Tore in 6 Spielen, das ist ganz schön dürftig. Wobei Jiří Steiner schon 3-mal erfolgreich war und sein Sturmpartner Jakonan von der Elfenbeinküste den verbleibenden Treffer erzielt hat. Bei Hannover 96 gesellte sich zu den vielen Verletzten nun auch noch Brüching, für ihn heute Schünebeck hinter den Spitzen. Und da haben wir Jakonan. Erste Aktion von ihm, etwas übermütig noch. Steiner war in der Mitte mitgelaufen, aber das wollte er selbst probieren. Wolfsburg auch mit einem guten Start. Der lange Ball von Rieter, dann Schäfer, Grafitsch. Dzeko, die Altbekannten, und Grafitsch hier mit der ersten guten Gelegenheit. Grafitsch, dem vergangene Saison sage und schreibe 28 Tore gelangen. Diese Leichtigkeit der vergangenen Saison hat er noch nicht wieder zurück. Von Beginn an ein offenes, richtig gutes Bundesligaspiel. Wolfsburg spielerisch stark. Dzeko, Grafitsch und Cirondolo bei ihm. Freistoß entschieden von Peter Gagelmann, und das hat er richtig getan. Die Aktion von Cirondolo hier gegen Grafitsch, der dann auch noch zupackt, deutlich vor dem Strafraum. Also Freistoß Wolfsburg. Das macht Misimovic, und wie er das macht, ein wunderbarer Treffer. 1:0, 8. Minute. 4. Saisontor. Für Misimovic, erstmals in dieser Saison trifft Wolfsburg vor der Pause, ein fantastischer Treffer. Keine Chance für Fromlowitz, der auch heute den erkrankten Robert Enke vertritt. Der perfekte Freistoß. Aber Hannover vor und auch nach dem Rückstand mutig und schnell. Über Jagba und Lenz. Heute für den gesperrten Benaglio wieder im Wolfsburger Tor. Hat hier richtig gut pariert, der Wolfsburger Keeper. Denn das war eine ernsthafte Prüfung durch den Ivorer. Knappe halbe Stunde gespielt. Ecke 96 durch Cinovic. Gut getreten, da ist Balic, und das 1:1. 28. Minute. Verdienter Ausgleich für Hannover 96. Hanno Balic muss gar nicht sehr viel dazu tun. Vasalji lässt ihn da gewähren. Und dann macht er das aber gut, der Mittelfeldmann von 96. Klasse, wie Hannover sich bisher verkauft beim deutschen Meister. Der lange Ball von Rausch und dann Jakonan mit einem spektakulären Auftritt. Man weiß, dass er sehr schnell ist, aber hier sieht man auch, wie beweglich im Vergleich dann vor allem zu einem Verteidiger. In dem Fall war es Basalji. Gute Aktion. Sieht man in der Bundesliga viel zu selten. Wolfsburg hatte sich schon ein wenig zu sicher gefühlt in dieser Partie. Der Ball über Steiner, dann bei Cinovec. Noch ein Haken, und André Lenz. Wieder beschwert sich Steiner, hätte gerne den Ball auch noch gehabt. Dann kurz vor der Pause. Cahit mit dem Ballverlust. Da ist Dzeko. Fehler Schulz, Gentner, und der macht das 2:1, 45. Minute. Erneute Führung für den VfL Wolfsburg. 2:96 Fehler gingen dem voraus, der Ballverlust von Cahit. Dann kann Dzeko in aller Ruhe gucken. Die Flanke wäre wohl auch bei Grafitsch angekommen, aber Schulz macht dort erst eine richtige Gelegenheit für Gentner draus. Halbzeit 2:1, beste Laune bei Diego Benaglio und seiner Nummer 1. Zweite Hälfte, Ecke Misimovic. Weit herausgetragen der Ball, Dzeko mit Platz, Schulz wieder sehr weit weg, Hasebe 3:1. Ganz
bitter für Hannover 96. Eins vor der Pause, eins danach, nur drei Minuten nach Wiederbeginn. Zu den denkbar ungünstigsten Momenten trifft der VfL. Auch hier keine Chance für Fromlowitz. Hasebe, das japanische Kopfballungeheuer, bringt Wolfsburg mit 3:1 in Führung. Hannovers Coach Andreas Bergmann zerknirscht, sicher, aber nicht mutlos. Seit Wiederbeginn hatte er schon Rosenthal für Rausch ins Spiel gebracht. Da haben wir Rosenthal. Guter Pass. Jagba, Madlung, und der lenkt den Ball in das eigene Tor. Nur noch 3:2. Alexander Madlung, der Pechvogel, im 168. Spiel unterläuft ihm sein erstes Eigentor. Es war sicher richtig, daran zu gehen, weil Jakunan hinter ihm lauerte. Aber da sieht er natürlich sehr unglücklich aus. Und dazu noch der spektakuläre Eigentorjubel von Konstant Jagba. Weiter geht's in diesem munteren Spiel. Ecke Wolfsburg, Madlung. Diesmal in guter Position und der richtigen Richtung. Stark reagiert von Fromlowitz, dem 96-Keeper. Das Spiel weiter richtig gut. Ballverlust von Cinovec, dann geht es schnell über Gentner und über Dzeko. Gegen Agi, Dzeko, und der schießt das 4:2. Edin Dzeko insgesamt mit 4 Toren und 3 Vorlagen in dieser Saison ist er schon wieder bester Scorer der Liga. Unwiderstehlich. Sein Antritt, seine Technik und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Was aber wirklich bemerkenswert ist, Hannover bleibt wieder dran und kämpft und fightet und bekommt die Chancen, wie hier durch Steiner. Noch einmal die Gelegenheit zu verkürzen. Gut reagiert von Lenz, der ärgert sich da über die Nachlässigkeit seiner Vorderleute, in diesem Fall Basayi. Aber dann war Wolfsburgs 4. Saisonsieg doch perfekt, am Ende auch verdient. Denn Wolfsburg hatte die größere spielerische und auch individuelle Klasse, allen voran Edin Dzeko. Warum ist es so schwierig, gegen die Wolfsburger Offensive zu bestehen? Ja gut, wir haben auch vor dem Spiel mit Edin nochmal gesprochen, dass er sich ein bisschen zurückhalten soll, aber er ist im Deutschen noch nicht so mächtig, dass er mich da verstanden hat. Ja, sehr glücklich natürlich. Wir haben gewonnen und das ist wichtig. Ich habe Tor gemacht und 2, ja, vorbereitet also. Und natürlich bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich mache es ganz kurz heute. Nach vorne gut, viele Torchancen rausgespielt, 4 Tore gemacht. Nach hinten weniger gut.